Das ist die Oxytote. Ja, liebe Stuttgarter Bürger, liebe Freunde, es gibt im deutschen Verkehrsrecht einen Straftatbestand, der lautet gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Was ist das anderes als das, was hier in Stuttgart und in anderen Städten veranstaltet wird, mit Fahrverboten auf einer wissenschaftlich höchst fragwürdigen Grundlage als ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr? Aber letzten Endes ist es ja auch so, was diejenigen, die das betreiben, letzten Endes wollen, das ist nicht, dass der Straßenverkehr etwas anders ausschaut, sondern sie wollen ihn überhaupt abwürgen. Ihr Feind ist das Auto. Das ist auch immer wieder deutlich geworden, wenn diejenigen, die von der Linken das Ganze aufgebracht haben, mal ganz offen reden. Ich habe es erlebt bei einem großen Stuttgarter Zulieferer zur Automobilindustrie. Da waren Teile des Gemeinderats eingeladen, dem seinerzeit noch angehörte, um sich den Betrieb anzuschauen und mit der Geschäftsleitung zu reden. Der Vertreter der Linken hat erklärt, ihr Ziel sei, halten Sie sich fest, diesem Unternehmen den Garaus zu machen. Genauso wie den Automobilherstellern insgesamt. Und das setzen sie seitdem ins Werk. Wir von der AfD haben zum ersten Mal im Sommer 2017 sind in die Öffentlichkeit gegangen, haben auf die bedrohliche Entwicklung hingewiesen. Das war zu einer Zeit, als vom Stickoxid noch wenig die Rede war, sondern es ging im Wesentlichen um Feinstaub. Zugleich, wenige Monate vorher, hat die Stadtverwaltung ein Gutachten einer von ihr beauftragten Firma veröffentlicht, das die Herkunft des Feinstaubs in Stuttgart untersuchen sollte. Ergebnis: Der Straßenverkehr war zu etwa 20% daran beteiligt. Zu 50% war es Baustellenstaub und zu weiteren Teilen war es der Abtrieb von Eisenbahnen und Straßenbahnwagen. Also der Autoverkehr spielte die geringste Rolle. Aber auf dem fokussierte sich dann der ganze Hass, die ganze Kampagne, die da gestartet worden ist. Es war übrigens auch die Zeit, als in der Stadtverwaltung in Stuttgart ein neuer Umweltreferent sein Amt aufnehmen sollte. Er hat sich im Gemeinderat vorgestellt und er wurde gefragt, welche Maßnahmen würden Sie denn als Erste treffen, wenn Sie in dieses Amt kämen. Er kam dann übrigens in dieses Amt. Und er sagte, als eine der ersten Maßnahmen würde ich die vollkommen fehlplatzierte Messstelle am Neckartor beseitigen und sie anderswo aufstellen, wo sie sinnvoller hingehört. Also selbst diejenigen, die in der Stadtverwaltung eigentlich dafür zuständig sind, erkennen ja, dass das Quatsch ist, was hier sich abspielt. Es ist das Ziel, die Stadt autofrei zu machen. Aber zu welchem Zweck eigentlich? Es wird gern gesagt, wenn die Autos weg sind, dann ist alles ruhig, dann können wir flanieren in der Innenstadt. Flanieren. Der Flaneur, das ist in der Vergangenheit ein adliger Nichtstuer gewesen, der ziellos in der Stadt herumschweift. Der hat nichts zu tun, aber Geld hat er wenigstens. Der neue Flaneur, der ist von anderem Zuschnitt. Der ist nicht adlig, sondern das ist das Lumpenproletariat, was da auftritt. Das politische und zum Teil auch das akademische Lumpenproletariat. Viel zu flanieren wird es nicht mehr geben, denn zu kaufen gibt es dann auch nichts mehr. Wenn die Automobilindustrie in Stuttgart weg ist und die Zulieferindustrie, die nicht minder bedeutsam ist in unserer Stadt, wovon leben wir dann denn eigentlich mal? Und das habe ich auch mal erlebt bei einer Kundgebung, bei einer Anhörung im Stuttgarter Gemeinderat, wo die verschiedenen Verbände des Handels, die Verbände der anbietenden Industrie und die Umweltverbände geladen waren. Der Einzige, der es gewagt hat,
gegen die Fahrverbote zu sprechen, war interessanterweise einmal von der IG Metall, der den Bürgermeister und den anwesenden Regierungspräsidenten anherrschte. Ja. Sie sollten sich doch gefälligst mal überlegen, wo der Wohlstand eigentlich herkommt. Inzwischen ist die IG Metall, die wir sehen, im Bunde mit den Schreiern, die da oben sind, mit der Antifa. Auch daran ist ablesbar, wie die politische Kultur in diesem Lande bergab geht. Mir macht Hoffnung, dass selbst unter diesen schwierigen Umständen, unter der Bedrohung, unter der wir alle stehen, unter den persönlichen Angriffen, die wir hier in Stuttgart schon erlebt haben und die anderswo zum Teil noch viel schlimmer sind, dass viele Bürger hierher gekommen sind an diesem frühen Samstagmorgen, um sich einer Demonstration gegen diese rechtswidrigen Eingriffe zu verteidigen. Denn wen trifft das letzten Endes? Die Opfer des Fahrverbots sind nicht die, die da auf dem Kielesberg wohnen und die dann umwählen. Es sind diejenigen, die sich ein anderes Auto als das, das sie besitzen, nicht leisten können. Wer kann denn für die 3.000, 4.000, 5.000 Euro, die er hat, ein Auto von der Sorte überhaupt leisten, die da noch möglich wäre? Die gibt es gar nicht auf dem Markt. Es ist letzten Endes eine Aktion, die gegen die am meisten Benachteiligten in unserer Gesellschaft gerichtet ist. Da kam dann die Stuttgarter Zeitung in einem solchen Bericht eine Dame der guten Gesellschaft in ihrer Eskada-Kleidung zeigen, die sagt, naja, dann muss man sich halt ein neues Auto kaufen, ja, sonst ist doch alles normal. Ja, das sind eben die Leute aus dem Kielesberg, die grünen Wähler, die in gediegensten Verhältnissen leben, ja, und sich allenfalls darüber lustig machen, dass ich welche Betroffene sehe, dass ich welche enteignet sehe durch diese Maßnahmen. Aber wir halten dagegen in Stuttgart und wir halten dagegen im Deutschen Bundestag. Dirk Spanien, hier steht da, hat im Bundestag die Speerspitze gegeben im Kampf gegen die Fahrverbote, im Kampf gegen den Diesel. Das wollen wir heute auch tun. Stopp die Fahrverbote, stopp den irrsinnigen Kampf gegen eine bewährte Technologie in einer Stadt, in der die Luft über die letzten Jahrzehnte immer sauberer geworden ist. Die Luft ja, aber die politische Luft leider nicht. Die Schreier, Sie hören sie, aber sie sind eigentlich ziemlich schwach nur noch zu hören. Und das ist hoffentlich auch ein gutes Zeichen für die Zukunft. Danke Ihnen.